die Luft scheint einigermaßen rein zu sein. Ich bin hier auf meiner Monsterfalle. Ein Skelett weit und breit, sonst aber nichts zu sehen. Huch, habe ich mich da jetzt so getäuscht? Getroffen. Aber es ist zu weit weg, das bringt jetzt nichts. Ich kann mir die Punkte jetzt ja auch nicht holen. Ich schieße aber trotzdem das Skelett tot. Es ist doppelt tot, sozusagen. Ich bin ausgestattet mit ein paar Koppelsteinen. Keine Ahnung, was ich jetzt hier mache. Wie das so gehen soll. Drei hoch, glaube ich. Und ein paar Leitern habe ich auch dabei. Ich möchte die Monsterfalle etwas. Das ist ja so eine Spaßfalle, ne? Und ich möchte das aber noch ein bisschen verbessern, dass ich hier die Monster noch ein bisschen besser anlocken kann. Mal sehen, wie mir das so gelingt. So, jetzt bin ich noch viel höher. Und jetzt müsste ich eigentlich. Ja. Oh, da kommt ein Creeper. Komm, hast du mich nicht gesehen, Kleiner? Komm. Du hast mich doch gesehen, oder? Das ist genau jetzt der Moment. Ja, ich möchte jetzt hier oben so eine kleine Plattform drauf bauen, die hier so ein bisschen rüberragt. Bin ich denn jetzt hoch genug? Ja, das geht, glaube ich. So richtig schön mit Glas und so. Oder habe ich da jetzt zu wenig Luft zwischen? Ey, hallo, du bist mein Testobjekt. Kommst du mal bitte? Kommst du mal bitte? Also. Die Crash-Test-Dummies, die waren auch mal. Die sind auch irgendwie nicht mehr das, was sie mal waren. Ne? Also, Qualität lässt doch sehr zu wünschen übrig. Ja, ich bin doch jetzt zwei drüber, oder? Ja. Nicht, dass sie mir jetzt hier hochhüppeln, dann ist aber was los. Sieht er mich nicht? Ich stehe da direkt vor dem. Das gibt mir jetzt natürlich etwas zu denken. Also ist mein ganzer Plan hier von dieser Falle schon wieder irgendwie hinfällig, weil scheinbar sieht er mich nicht, wenn ich jetzt hier irgendwie ein bisschen höher stehe als er. Oder hängt er da fest? Ich habe jetzt leider auch keine Eier dabei. Ne, der geht ja schon wieder weg, also. Sonst hätte ich den jetzt vielleicht mal mit einem Ei beworfen. Ach, da ist ja noch ein Kollege. Das hat doch wunderbar geklappt. So, dass ich jetzt hier natürlich mitten in der Nacht rumbalancieren muss. In diesen schwindelnden Höhen. Das ist natürlich wieder typisch, ne? So, den Boden würde ich nämlich gerne aus Glas machen. Das ist auch schon gerade am Brötcheln. Aber ich möchte jetzt gerne mal wissen, warum die hier nicht kommen. Ist gefährlich, ich habe meine Gartentore zu. Da hinten liegen nämlich ja noch. Auch ein Zombie. Hallo, Zombie. Hallo. Hast du mich gesehen? Oh, das finde ich super. Sonst bemerkt mich doch keiner. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hier bin ich. Naja, so viel von wegen Intelligenz. Das fällt mir immer wieder auf. Ach, ist mir doch jetzt egal. Ich hole mir jetzt meine Erfahrungspunkte. Und dann komme ich nicht in mein eigenes Haus, weil ich ja abgeschlossen habe. Und ich komme jetzt auch leider nicht mehr zurück. Das ist nämlich wirklich noch zu niedrig. Für den Zweck.
Ja, also das ist natürlich jetzt okay, da muss ich halt hier noch mal ein bisschen nachbessern. Hau ich mal die äußerste Ecke so weg. Dann setze ich einfach noch eine Reihe drauf. Ah, noch eine. Ja, ich bin voll der Verschwender, Hannes, ne? Lass das alles darunter sausen. Das ist mir heute wirklich Pott wie Deckel. So. Ja, das, was ich jetzt baue, ist wahrscheinlich sowieso überflüssig, wie wir gerade festgestellt haben. Also. Ist denn wenigstens der Creeper noch unten, dass ich den gleich schlachten kann und mir die Punkte holen kann? Da ist er. Im Loch. Dann holen wir uns den gleich mal. Und dann holen wir nämlich auch das Glas. So. Ein paar Treppenstufen hier so dran. Hier so einmal rum. Sowas. Oder ist das zu krass? Einfach nur so die Ecken, ne? Da kann da dann da auch wieder Glas hin. So ist man jetzt ein bisschen auch sicherer, wenn man hier so hochkommt. Bin da schon oft abgeschossen worden, auch wenn man das mir jetzt nicht glaubt, nachdem wir beobachtet haben, wie unwahrscheinlich intelligent die Mobs ja geworden sind. Ich glaube, da gibt es bei Mojang einen, der kümmert sich nur um diese künstliche Intelligenz. Betonung natürlich auf künstlich. Denn mit richtiger Intelligenz hat das leider nicht viel zu tun. Hier immer noch unser wursteliger Eingang in dieses Höhlensystem, ne? So, jetzt Treppen und Glas. Ich habe übrigens auch wieder ein blaues Schaf. Ich habe mir ein blaues Schaf gemacht. Na, einfach so. Glas ist im Ofen. Treppen sind, wenn dann, hier. Sind sie aber nicht. Dann bauen wir uns Treppen. Einfach. Ach, warte mal, hier oben habe ich ja noch. Nee, 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 nee. Nee, bauen wir einfach hier. Da brauchen wir auch nur vier. So. Glas mitnehmen. Oh, das bröckelt ja sogar noch. Ah ja, komm. Soll es doch bröckeln, huch. Jetzt kann auch wieder vielleicht mal die Tür geöffnet werden. Das war natürlich wieder lustig vorhin. So, und dann schauen wir mal. Jetzt ist es mich schon viel besser, wenn man jetzt hier so ankommt. Hauptsache, die spawnt nichts hier oben. Ja, weiß ich gar nicht, sollen wir da Treppen dran machen? So dachte ich, aber das ist ja eigentlich eher unpraktisch. Das ist ziemlich blöde eigentlich. Ja, dann komm. Ja, dann komm. Ratatazong. Jetzt werden hier einfach skrupellos Glasblöcke eingebaut. So, kann man sich hier schön bewegen. Man darf natürlich nicht so blöd sein, da runterzufallen. Wenigstens fällt man dann hier nicht in die eigene Falle rein. Na. Für solche Konstruktionen bin ich ja auch relativ berühmt. Ne? Also, wenn man sich jemanden vorstellen kann, der so einen Quatsch baut, ja, dann bin ich das. So. So, das wollte ich schon immer mal bauen, dieses Ding hier.
Ich lasse das auch einfach so. Ich könnte das jetzt noch ein bisschen begrünen vielleicht. Ne? Hier nochmal ein. Boah, damit es nicht ganz so hässlich aussieht. Schauen wir mal auch, wie es so aussieht. Das geht eigentlich so als komisches Konstrukt. Ne? Sieht vor allem auch sehr merkwürdig aus. So, und die passen auch genau drunter her. Ja. Lassen wir es einfach mal so und dann kann ich einfach testen, ob das irgendwas bringt. Und wenn es gar nichts bringt, ja, ist dann auch egal. Ne? Wir haben es versucht und was zählt, ist ja der Versuch. Und jetzt hole ich mir erstmal noch ein bisschen mehr von der blauen Wolle. Oh, Entschuldigung. Falsche Taste, beruhig dich wieder. Will dich doch gar nicht oben bringen. So, nehmen wir auch noch Gelb und Rot. Und Schwarz. Grün. Grün hatten wir doch auch. Ja, genau. So. Geht alle weg, ihr Tiere. Und dann möchten wir mal ein bisschen nachzüchten. Vielleicht Schweine, Kühe, Kühe noch ein bisschen nachzüchten. Guck mal, es sind nur so ein paar Kühe. So. Und noch ein paar Schweine und überhaupt. Babyschwein gekommen. Ja, hab da ein Babyschwein gemacht. Machen wir einfach mal hier so wildes, ne, Gruppenvergnügen. Die wollen gar nichts und naja, gut. Bäume wachsen. Ihr könntet ruhig auch mal ein bisschen üppiger, glaube ich, mal in die Höhe schießen, ne? Nicht immer nur so komische, kleine, verkrüppelte. Melonen haben wir doch auch noch. Komm, wir holen uns auch mal ein paar Melonen. Herrlich. So, und dann nehmen wir uns auch noch ein bisschen Kürbis mit. So, und dann nehmen wir nämlich auch noch so ein Rechen, den wir nicht mehr haben. Aber hier bestimmt noch. Komm, komm. Ah. Ist auch gar nichts mehr da hier. La 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 la. Auch mal draußen noch ein bisschen Felder abpflücken. Haben wir noch ein bisschen Zeit, ja. Was habe ich gehört? Man kann jetzt durchrennen oder was? Irgendwer hat mir das doch gesagt. Wäre alles nicht mehr so schlimm. Kommt mir sehr gelegen, weil ich ja ein alter Tollpatsch bin. Herrlich. Die also sicher bin ich mir nicht. Also ein paar Felder sind schon ausgetrocknet, also. Ja, schon sehr, 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 sehr merkwürdig. Gut, einsammeln. Einsammeln. Platsch. Immer wieder schön. Gut, und dann können wir einpflanzen. Was haben wir? 64 und nochmal einen Fastenstack. Das sollte eigentlich reichen, ne? Immer noch schade, dass man keine Blumen züchten kann, dass es nur zwei Arten von Blumen gibt. Sollte man vielleicht auch irgendwie
mal etwas ausbauen. Ich baue nämlich gerne so Gärten und sowas und Blumenbeete. Habe ich hier noch nicht gemacht, aber auf dem Server mache ich das immer ganz gerne. Kann man schön so Ecken, so tote Ecken mal ein bisschen aufpeppen. Obwohl, können wir natürlich hier auch mal machen, aber es ist einfach so, einfach total schwierig, eine vernünftige, gescheite Menge an Blumen zu finden. Man kann die nicht nachzüchten. Was war das für ein Geräusch? Hier hat irgendwas geknirscht. Wow. Ne, tolle Mordsschlucht. Ja, das ist natürlich jetzt mit meinen Gartenzäunen alles so relativ sinnlos. Ich meine, so richtig sinnvoll war es nie, weil es immer offene Stellen gab, aber man kommt ja hier nun wirklich frei rein und raus spaziert. Ach, guck dir das an, die Kürbisse sind ja schon wieder da. Tschö. Ja, das können wir auch noch mal ein bisschen besser pflanzen, ne? Bisschen sind farblaue Schaf wieder da, okay. Im Gehege sollte ich eigentlich auch sicher sein vor Monster, ne? Wo ist es denn? Da. Auch wieder nur zwei oder was? Ach, sei doch nicht so knippig. Aber mal gucken, können wir vielleicht mit der Wolle auch noch mal ein bisschen was. Ach ja, wir haben ja so viel zu tun. Blaue Wolle finde ich auf jeden Fall schon mal cool. Ich denke, wir werden uns dann auch oben in dem Dschungel mal ein paar Schafe fangen. Ich meine, da rennen auch einige rum. Und da machen wir die mal blau. Und, oh, verdammt, ich habe die Tür nicht zugemacht. Glaub, da kommt schon der nächste, ne? Komm, du wirst dich wundern. Es ist ja so katapultiert worden und wups, fliegt übers Haus und landet auf unserem Balkon. Ja, wo bist du? Komm. Ein Enderman ist auch da, der soll sich mal verziehen. Die sind auch irgendwie zu nichts zu gebrauchen. Nicht nachdem man weiß, dass das End völlig überflüssig ist, ne? Was machst du da? Du nimmst mir doch hier wohl nichts auseinander, oder? Und wo ist der Zombie von gerade? Soll da noch rumrennen? Schlafen kann ich jetzt auch nicht, weil ja Monsters nearby sind, ne? Und das ist halt nicht so gut. Habe ich Level 7. Vielleicht sollte ich mal wieder ein bisschen leveln gehen. So in der Drehpause. Das ist immer total langweilig. Ne? Ich lese dann immer irgendwie, was weiß ich, ein Buch oder schalte den Fernseher ein in der Zeit und lasse das einfach mal so ein bisschen laufen. Bis die Mobs dann da so kommen. Komm, jetzt gucken wir mal. Eben, es ist die Nacht ja relativ fortgeschritten und da können wir doch mal vielleicht hier oben ein wenig Glück haben. Ja. So, hier müssen wir sicher sein. Hallo. Kuckuck. Hallo. Ach, gibt's doch nicht. Die können einen nicht sehen, oder wie? Hallo. Ach. Ja, also, ehrlich gesagt, ist das aber ziemlich dumm. Das war ja früher besser. Ja. Ich weiß, ich habe das jetzt schon oft genug gelobt, dass sie so ihre Wege finden und alles, aber. Ja, jetzt hast du mich endlich mal gesehen, oder wie? Du bist doch echt einer. Soll ich hier extra für dich auf der Schalmei spielen oder was, damit du kommst? Jetzt geht der wieder weg, ne? Hallo. Ach.
Ja, wie gesagt, ich habe es oft genug gelobt, aber das ist ja wohl jetzt wirklich blöde. Ja, der geht ja für die, der hat mich überhaupt nicht bemerkt, ne? Das ist. Und ich habe auf hart gestellt, ne? Ja, jetzt kann ich hier natürlich hin und her rennen, wie ich will. Offensichtlich, ja, jetzt droppt hier auch noch nicht mal was in der Nähe. Ist ja alles dunkel. Ist da wirklich nichts unten drin? Naja. Die Spinne vielleicht. Die Spinne ist noch unsere letzte Chance. Komm, Spinne. Ey, auch zu weit weg. Da ist noch eine. Und da sind auch noch ein paar Creeper. Leute, du Spinne, du siehst mich. Guck mal, die sieht mich. Ja, jetzt guckst du. Und schwupp. Und wieso können die anderen das nicht? Hier wimmelt es natürlich schön. Hier kann ich schön kämpfen gehen, wenn ich will. Der Creeper hat mich entdeckt. Nee, hat mich nicht entdeckt. Ja. Oh. Wird auch nicht aufmerksam, wenn man den mal beschießt. Also gar nichts. Ich meine, wenigstens dafür ist die Plattform jetzt vielleicht ganz gut geeignet. Und noch eine Spinne. Ja, gerade für Spinnen ist die Falle natürlich überhaupt nicht gemacht. Nee, das bringt nichts. Die krabbeln da unten rum, ja. Bringt überhaupt nichts. Das ist wirklich sehr blöde. Treffer. Treffer tot. Die sind ja aber jetzt zu weit weg. Ach, den kriege ich. Jawoll. Einwandfrei. Da ist noch ein Zombie von gerade. Den müsste ich jetzt. Ja, den habe ich auch. Jawoll. Ja, guck mal, dafür taucht sie. Ja, wenn man mal ein bisschen mit dem Bogen schießen will, da kann man sie gebrauchen. Ansonsten. Na, jetzt gucken wir mal nach den Spinnchen. Ob man die vielleicht anlocken kann, weil das ist ja wirklich für Spinnen nun wirklich nicht gemacht. Ja, shit. Da ist eine. Da kommt man nämlich noch niemals ran hier. Ja, tot. Geht mir eigentlich nur um die Punkte. Ah, die Hälfte bleibt da liegen. Tot. Und Punkte. Hallo, Punkte. Ja. Schade. Oh, da ist noch ein. Ah, wieder weg. Schade. Hoffentlich liegen die jetzt gleich alle noch da, meine Punkte. Ja, ich sagte ja, ich wollte ein bisschen leveln gehen auch, so, aber das mache ich jetzt einfach auf diese Art und Weise. Kommt zwar reichlich wenig dabei rum, aber gut. Na, ihr Spinnen. Was, 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 wo? Oh, da. Hehehe. Du bist auch dran. Ja. Hab ich denn die. Tür ist zu, ne? Ach. Gut, da muss ich das Haus rennen. Jetzt wäre ich schon fast wieder hier runtergesprungen. Das wäre natürlich sehr ungeschickt. Die
Die Spinne, ja, die Spinne, die kann uns jetzt mal. Was bringt dann mit nichts? Kannst du auch vergessen. Das einzig Gute ist eigentlich unsere Skelettfalle, nach wie vor. Das ist die einzige, die wirklich richtig was bringt, weil man da wenigstens Pfeile bekommt ohne Ende. Für Leveln ist natürlich die Blaze-Falle im Nether noch ein bisschen besser. Ich könnte mir ja vielleicht mal meine beiden Schwerter hier kombinieren. Jetzt habe ich wieder ein schönes. So, und dann hole ich mir mal meine Punkte. Ich nehme nur das, was mir zusteht. Hurra, hurra. So, im Wasser hatte ich einen erschossen. Oh, was liegt denn hier? Da lag ein Silberschwert im Wasser. Ach, das hat ja, das hat, boah, wie toll, das ist das erste Mal, hat ja der Zombie gedroppt. Den ich mit dem Bogen erschossen habe im Wasser. Der hat ein Silberschwert gedroppt, das finde ich super. Cool. Das erste Mal, ja, ich sag ja, wenn man nicht dran denkt, dann ist alles okay. So, wo war denn noch was? Hier hinten habe ich die eingesammelt, da habe ich die eingesammelt, alle eingesammelt. Alles okay. Okay, Level 8, oh, gut. Ein Level ungefähr gemacht in der Nacht. Naja, ich bin jetzt auch müde und werde jetzt mal ein bisschen abbrechen hier. Und dann beim nächsten Mal wieder in alter Frische. Ich glaube, dann bauen wir auch mal wieder etwas Sinnvolleres. War ja nun doch irgendwie, ne, vom Ergebnis her eine ganz positive Sache. Die Melonen wachsen auch wie Heu und so ist also alles schön. Das blaue Schaf ist auch wieder fit. Da können wir dann auch mal wieder dran gehen. Halt! Ist es denn die Möglichkeit? Es ist eigentlich auch nicht okay, dass sie so abhauen. Also, das ist ein großer Quatsch eigentlich. Aber du kannst jetzt meinetwegen da gehen, deine Freiheit. Geh! Dann geh! Ja, dann geh doch! So. Nun ist Feierabend hier. Bis zum nächsten Mal. Tschö!